Also was mich ungeheuer herausgefordert hat bei dieser Arbeit, ist die Tatsache, dass das, was die Deutschen hier hingebaut haben und worüber man sich wahrscheinlich seinerzeit gar nicht bewusst war, dass es tatsächlich Gräber sind. Das sind keine Schutzbunker, keine Verteidigungsbunker, wahrscheinlich nur vordergründig zu strategischen Zwecken gebaut worden. Aber im Grunde genommen haben die Leute, die sie geplant haben und gebaut haben, ihre eigenen Gräber hier hingesetzt. Mich interessiert dabei nicht speziell das Thema Zweiter Weltkrieg oder deutsche Geschichte oder europäische Geschichte. Vielmehr interessiert mich die fundamentale Fragestellung, die dabei im Raum steht. Was ist das, wenn ein ganzes Volk paranoide wird, wenn ein ganzes Volk in einem Wahn ausbricht und glaubt, andere Völker niedermetzeln zu müssen oder beherrschen zu müssen.